Start weiter hier im bunten Reigen in unserem freien Fliegen am Freitagvormittag. Jetzt in der Luft der Puls von Paritech. Paritech auch hier vor Ort. Mit einer unglaublichen Bandbreite an Fliegern und der Thomas Schunk, der fliegt hier diesen Puls von Paritech. Er ist auch Teampilot bei der Firma Hacker Motor. Und wenn man sehen kann, dieses Antriebskonzept passt. Da ist ordentlich Qualm und Hitze drin. So macht der Puls richtig Spaß. Kommt er wieder korrekt. Nur kurz zur Info für die Fachkundigen unter Ihnen, da ist ein Hacker Q80 drin mit dem 14S Top Fuel Lipo und eine 18x16er Luftschraube. Und ganz kurz noch zur Person Thomas Schunk. Der Thomas ist ein richtiger und der kann da garantiert hier weiterhelfen in Sachen Antriebsauslegung. So, jetzt schauen wir uns einfach mal den Paritech von den Puls von Paritech an. Was der kann, was der Antrieb kann und vor allen Dingen was der Tom kann, was alle drei zusammen können. Na okay, dann müssen wir durchschnitten. Für später, wir müssen später her. Wir müssen das aufbauen. Achso, ja, okay, dann kommt das später. Ich setze ihn ja gesünder hoch.
Funktioniert so nicht so richtig, ja? Durch rechts kommt der Puls zur Landung. Wie gesagt, der Puls kommt aus dem Hause Paritech. Wir gehen von und mit Uwe Riem, die sind auch hier allesamt am Start. Also wer jetzt schon Fragen hat zum Puls, einfach mal vor euch und bei Paritech. Wer Fragen hat zur Antrieb.